Lieber Gott, danke dir für all die geschlossenen Türen. Danke für nichts, danke für alles. Das Beste ist für uns gerade gut genug. Diese Einstellung kommt nicht von uns Menschen, sie kommt direkt von oben, aus der wundervollen Schaltzentrale, die wir den göttlichen Plan oder das Universum nennen. Gott und alle anderen höheren Mächte sind sich in diesem Punkt einig. Wir Menschen als Teil der Schöpfung sind auf dieser Welt, um zu glänzen, aufzublühen und mit jedem unserer Schritte näher an unser höchstes Selbst zu gelangen. Wozu wäre der ganze Aufwand mit der Erschaffung der Welt sonst gut gewesen, wenn sie nur unserem Leiden und unserem Dahinvegetieren in Mittelmäßigkeit zugute käme? Gott will, dass wir glänzen. Das Universum mag Gewinner und Menschen, die das Geschenk des Lebens zu würdigen wissen und es mit jedem Atemzug zur Bestform bringen. So sieht die Ausgangslage aus. Das Ziel ist es also, ein Leben in Harmonie und Erfüllung zu führen. Für die Rahmenbedingungen ist bestens gesorgt. Die Spieler auf diesem Platz jedoch sind wir. Es obliegt unserem freien Willen, unserer Vorstellungskraft und unserer tatkräftigen Umsetzung, welche unserer Träume wir verwirklichen möchten. Natürlich könnte ein Leben auch auf dem Sofa stattfinden, ohne jede Lust auf ein Abenteuer oder einen Wechsel der persönlichen Perspektive. Doch ein echtes Leben wäre das wahrscheinlich nicht. Wir stellen uns also den Herausforderungen, die Gott und das Universum uns am Tag unserer Geburt mit auf den Weg gegeben haben. Wir sind hoch motiviert, ehrgeizig, zielstrebig und wissen ganz genau, wo wir hin möchten und wie uns das gelingen wird. Umso enttäuschter sind wir dann, wenn unsere Pläne scheitern. Wir verstehen die Welt nicht mehr und wähnen uns in Ungnade gefallen bei den höheren Mächten. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Es gibt manchmal im Leben kein größeres Geschenk als ein himmlisches Nein. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Egal ob beruflich oder privat, wenn wir unser anvisiertes Ziel nicht auf direktem Wege erreichen, hat das immer einen guten Grund. Am Weg dorthin lernen wir Menschen kennen und mit ihnen auch immer etwas über uns selbst. Wir müssen uns Herausforderungen stellen und Aufgaben bewältigen, die sonst niemals unsere Umlaufbahn gekreuzt hätten. Wir sind förmlich gezwungen, uns den neuen Gegebenheiten anzupassen und sehen dies als Rückschritt, Degradierung oder gar Demütigung. Der neue Arbeitsplatz erweist sich als besserer Babysitterjob für lebensunfähige Vorgesetzte. Die Durststrecke als Single ist kaum mehr auszuhalten. Allerdings sind die Dating-Optionen, die sich uns bieten, nicht einmal ansatzweise das, was wir uns unter einem Lebenspartner vorstellen. Wir sitzen fest irgendwo zwischen zwei kosmischen Stühlen und wissen nicht so recht, wie es weitergehen soll. Dieser Zwischenstopp im Niemandsland kann nicht Gott gewollt sein. Schließlich vergeuden wir hier in dieser Sackgasse nur unsere Talente. Und mit denen sollen wir ja bekanntlich wuchern. Die Jahre vergehen. Wir sind immer noch in einem Job gefangen, den jeder Fremde von der Straße nach einem Tag Einarbeitung übernehmen könnte. Die private Einöde ist inzwischen zu einem Wüstenplaneten geworden und die Aussicht auf eine Verbesserung der Lage würden wir an manchen Tagen gern aufgeben. Wir lesen schlaue Bücher, besuchen Selbsthilfeseminare und Fortbildungen. Diese Tristesse kann nicht die Endstation unseres Lebens sein. Und dennoch wissen wir, dass es keinen Sinn ergibt, Dinge erzwingen und übers Knie brechen zu wollen. Die Erfahrung hat uns diesbezüglich klug gemacht. Auf die harte Tour. Erkenntnis ist ein Kind der Zeit. Es kann Jahre dauern, bis wir endlich am Ziel sind. Die berufliche Selbstverwirklichung und das private Lebensglück sind kostbare Güter, die es nicht einfach mal so auf einem Basar zu kaufen gibt. Sie werden irgendwo für uns bereitgestellt, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Die Würfel müssen viele Male fallen, bis sie es zu unseren Gunsten tun. Dann aber sind sie nicht mehr zu bremsen. Erstaunlicherweise kommt für jeden Menschen früher oder später der Moment der Erkenntnis. Es fällt uns vielleicht nicht wie Schuppen von den Augen, sondern setzt sich eher langsam durch, wie eine Ahnung oder ein Gefühl, das an die Oberfläche drängt. Es war gut so, wie es war. Es war richtig so, denn dieser harte, steinige, von Dornen umsäumte Weg, den wir die letzten Jahre ganz allein auf uns nehmen mussten,
hat etwas bewirkt in uns. Rückwirkend kommt uns diese Zeit der Entbehrungen fast vor wie eine unfreiwilligere Pilgerreise, auf die Gott und das Universum uns in ihrer Weisheit geschickt haben. Die berufliche Hölle, die private Einsamkeit, beides sind Lektionen, die unseren Charakter formten, unsere Problemlösungskompetenz vollendeten und unsere Geduld und unseren Glauben auf eine harte Probe stellten. Doch wir haben vertraut und wir haben nicht aufgegeben. So wie jede andere Pilgerreise hat auch diese der etwas anderen Art ihren Zweck voll und ganz erfüllt. Sie hat uns Gott näher gebracht. Wir sind auf den Stufen Richtung Erleuchtung ein erhebliches Stück weitergekommen. Nun ist ein Ziel erreicht. Welches folgt als nächstes? Ablehnung und Zurückweisungen als göttliche Zeichen. Das Wunderbare der höheren Mächte besteht unter anderem darin, dass sie den großen Plan kennen, der für uns vorgesehen ist. Wir Menschen wären mit den Details dazu wahrscheinlich überfordert. Deshalb ist es ratsam, dass wir immer nur jene Momentaufnahme zu Gesicht bekommen, die augenblicklich von Bedeutung ist. Das Leben können wir uns wie ein Brettspiel vorstellen. Jemand würfelt und wir folgen den Instruktionen. Diese können uns zu irdischem Reichtum verhelfen, ins Gefängnis bringen oder zurück an den Staat. Uns bei all diesen Irrungen und Wirrungen möglichst nicht zu ärgern, ist leichter gesagt als getan. Gott und das Universum verfügen über eine ganze Armada an Verbündeten hier auf Erden. Sie sprechen manchmal durch unsere Mitmenschen zu uns. Und ja, auch durch die Unsympathischen und Arroganten, denen wir am liebsten überhaupt kein Gehör schenken würden. Jede Abfuhr, jede Absage und jeder Korb, den wir einstecken müssen, kommt allerdings indirekt von oben. Alle Antworten, die mehr oder weniger leider Nein zum Inhalt haben, sind wie Hinweise zu verstehen, die uns so wie Verkehrsschilder durch eine Großstadt lotsen. Im Grunde genommen sollten wir bei jedem Nein einen Luftsprung vollführen und Gott und all seinen kosmischen Varianten ein aufrichtiges Danke zukommen lassen. Auch eine gute Tat nehmen die himmlischen Mächte gern als Gegenleistung an. Unsere spirituellen Führer tun genau das und nichts anderes. Sie führen uns. Herzensbrecher und Zerstörer in göttlicher Mission? Auch wenn es schwerfällt zu glauben, die schlimmsten Menschen, die uns das größtmögliche Unheil gebracht haben, waren wahrscheinlich jene Götterboten mit dem wichtigsten Auftrag. Manchmal bedarf es der Holzhammer-Methode, um uns wieder zurück in die Spur zu bringen. Wenn es dafür notwendig ist, dass wir enttäuscht, betrogen, gedemütigt und an den Rand des Erträglichen gebracht werden, war es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, uns vor Schaden zu bewahren. Eine vermeintliche Bruchlandung im Leben kann sich schon bald als Notbremsung gemäß direkter Anweisung von oben erweisen. Nicht jeder Schiffbruch ist eine Katastrophe. Er lehrt uns erst das Schwimmen. Die schlimmsten menschgewordenen Albträume, denen wir im Leben begegnen, egal ob beruflich oder privat, sind in Wahrheit ein enormer Segen für uns. Es dauert nur, bis wir den göttlichen Plan dahinter erkennen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!